Bereits im vergangenen blauen Brief vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC äußerte sich die führende Schalker Gruppe Ultras Gelsenkirchen zur aktuellen Lage im Verein zu Wort und hoffte mit der Länderspielpause einen Wendepunkt einleiten zu können. Trotz eines Trainerwechsels und knapp zwei Wochen Erholung für die Spieler und den Staff gab es am Sonntag eine weitere Offenbarung, als der S04 in Karlsruhe mit 3:0 wortwörtlich unterging. Wie bereits in Paderborn wurde es von Tor zu Tor immer leiser im Schalker Gästeblock, bis man erneut den Support einstellte. Dieses Mal sollte es jedoch noch etwas drastischer werden, da es bereits ab Minute 37 völlig ruhig im Bereich der Gäste wurde. Nach dem 2:0 durch den KSC wehten weder Schwenkfahnen noch waren Gesänge der sonst so supportstarken Ruhrpott-Kanaken zu hören. Wir wollen euch kämpfen sehen, halte es im Anschluss immer wieder durch den Gästeblock. Nachdem auch in Halbzeit 2 keine Reaktion der Mannschaft kam, sollte es nach Abpfiff der Partie zu einem unmissverständlichen Dialog zwischen Fans und Spielern vor dem Block kommen. Als sich die Mannschaft in Richtung Schalker Bereich begab, ertönten zunächst laute Pfiffe und einige sichtlich verärgerte Anhänger ließen ihrem Frust freien Lauf. Nachdem jedoch einige Minuten verflogen waren, liefen die Spieler inklusive Trainerteam an den Zaun, nachdem sie von den Schalker Vorsängern herangewunken wurden. Auch der Mannschaft scheint also klar zu sein, dass es jetzt nur zusammengeht. Zwei Führungspersonen der Ultras Gelsenkirchen nahmen sich den Spielern an und machten ihnen deutlich, was der Verein für eine Bedeutung habe. Dabei ginge es vor allem um die Mentalität der Mannschaft und dass man gerade in dieser Phase der Saison zusammenhalten und kämpfen müsse. Dass der Schalker Anhang auch weiterhin hinter seinen Elfkriegern auf dem Rasen steht, wurde einmal mehr klar, wenn man sich die Auswärtsfahrer des Spieltages anschaut, wobei Schalke auf Rang 3 mit knapp 5000 Fahrern in Karlsruhe rankte. Ein erneutes Wir wollen euch kämpfen sehen erhalte beim Abgang der Spieler, die sich am kommenden Wochenende zu Hause gegen Hannover 96 behaupten müssen. Gerade auch mit Hinsicht auf die angespannte Lage mit der Feuerwehr Gelsenkirchen, die weiterhin Choreografien in der Nordkurve verbietet, wird es für die Schalker Szene nicht leichter. Es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft am kommenden Spieltag reagiert. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.